Ruhrpott Märchenwald. Heute ein Haufen Bücher und Handlungsstränge. Die Bücherlieferung für die Pinocchios ist gekommen. Dann ist ja gut, dann zeig mal her. So, dass die auch unbedingt noch physische Bücher haben wollen. Ach, können die nicht irgendwelche E-Books bestellen? Die sind halt aus altem Holz geschnitzt. Also komm hier. So, da haben wir also Anfang die Philosophie, Soziologie. So, da haben wir den Hegel. Da haben wir also den Kant. So, dann ist hier noch, haben sie noch den, Heidegger. Der kommt mir vom Tisch. Also Heidegger vom Tisch, so. Und hast du auch den Aristoteles für Pinocchio Nummer 11? Warte mal. Hier habe ich ihn. Denkst du dran, dass du ihn gleich bringst, ne? Er meint, er könnte keine moralischen Entscheidungen treffen, ohne das gelesen zu haben. Ja, Luisa. Wo stelle ich den Schopenhauer hin? Da vorne zu dem Kaminholz natürlich. Du willst sie doch nicht umbringen, die Pinocchios. Schopenhauer also zum Brennholz. So. Was ist das denn hier, Karl Marx? Was soll ich damit machen? Ja, pass auf, das kommunistische Manifest, das gibst du mir, dann schmeiß ich gleich weg. Ich will ja nicht, dass hier auf dumme Gedanken kommen, wenn nachher noch ihre sozialistische Regierung in der Werkstatt installieren. Ja, hier, und das Kapital kannst du denen geben. Und schau, kriegst, dass sich hier im Haus jemand mit Holzpreisen auskennt. Ich hab dir heute ein richtiges intellektuelles Intermezzo. Apropos, ich hätte da mal so ein paar Fragen an dich. Ja, danke, auf den Hummelfeldkissen schläft sich's ausgezeichnet. Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, ich habe da so ein paar Sachen von unseren Abenteuern nicht ganz verstanden. Was hast du nicht verstanden? Ja, mir leuchten da so ein paar Handlungsstränge einfach nicht wirklich ein. Welche denn? Als ich jetzt diese Kaffeemühle, da gemacht habe, da hast du mir doch diese magischen Kaffeebohnen in so einem Säckchen da hinterlassen, ist das richtig? Ganz genau, mit dem Zettel, dass sie magisch sind und einem jeden Wunsch erfüllen, was natürlich nicht stimmte. Jetzt wühl nicht noch in den Wunden. Hä? So, aber was ich nicht verstanden habe, ist, woher wusstest du so genau, dass ich da ein Säckchen reingucken würde und den Zettel lesen würde und dann auch noch ein paar Bohnen beibehalten würde, um mir dann da einen Kaffee rauszumachen? Ich kenne die doch schon ein paar hundert Jahre. Ich weiß doch, wie du tickst. Ja, das habe ich auch verstanden. Aber warum warst du dir da so sicher? Na, weil du so eine tratschbasige Neugierbeule bist. Was? Das ist eine Beleidigung, das ist überhaupt nicht wahr. Ja, sicher ist das wahr. Du bist total neugierig. Wenn man irgendwas liegen lässt, musst du sofort gucken, was es ist. Das weiß ich doch, Kinder doch. Du kannst doch deine Finger nicht bei dir behalten. Unverschämtheit. Wieso? Ist doch der beste Beweis. Ich habe das Säckchen da liegen lassen und du hast sofort reingeguckt und bist drauf reingefallen. Ja, und wie war das jetzt hier mit den Sehnen? Der Seufzer und den Bergen und den Ton der Einsamkeit. Du hast doch gesagt, als ich herausgefunden habe, dass das Buch der Weisheit da drin liegt, hast du gesagt, da kommt niemand hin. Und dann macht Seufzer einmal mit dem Zauberstab boing und schwupps ist sie da. Wie kann das? Ja, das ist doch ganz einfach. Die wohnt da. Ach, das weiß ich jetzt auch. Naja, und wenn du wo wohnst oder an einem Ort schon warst, dann ist das in deinem Zauberstab vorne implementiert, dann ist da genau drin. Und wenn du den Zauberstab auf den Ort richtest, also in die Himmelsrichtung, und dann ganz fest dran denkst und dann zauberst, dann bist du automatisch da, das ist ein Vollautomatismus. Ach, das ist wie eine Fernbedienung von Fernsehern. Dann musst du einfach nur das Programm, die Ziffer drücken, ne? Wenn das einmal eingespeichert ist, kommt der dann automatisch rein in den Fernseher. Ne? Ja, ist ja praktisch. Ja, aber da ist noch was Handlungslogisches, was ich nicht ganz verstanden habe. Und das wäre? Du hast doch gesagt, dass ihr jedem Menschen einen Wunsch erfüllen müsst, ne? Ja. Ja, und dann habe ich mir doch hier von dieser Trinkerbell gewünscht, ne, wie sie dann da mit der Seufzer-Party machen wollte, im Turm der Einsamkeit, dass sie dann mit den ganzen Elfen und Sack und Pack dann da hingeht. Und das hat sie dann sofort auch in der Tat umgesetzt mit ihrem Zauberstab. Ja, Und was verstehst du da handlungstechnisch jetzt nicht dran? Ja, das hätte ich doch von Anfang an so machen können, wenn das doch so ist, dass ihr die Wünsche erfüllen müsst. Warum habe ich das nicht gemacht? Hast du denn gewusst? Ja, eben. Hast du denn auch dran gedacht? Nee, eben nicht. Siehste? Deswegen. Wärst du vorher drauf gekommen, hättest du den ganzen Krempel erspart, ja. Was eine bekloppte Geschichte.
Ach je, komm, bring mir nochmal da hinten die Kiste mit den Büchern hier für die Pinocchio. So, mal gucken, was da noch so drin ist. Müssen wir alle noch heute auspacken. Oh, ja, mach ich. Boah, was sind die schwer. Du könntest dir die Dinger jetzt natürlich auch ausgepackt und zu dir hingezaubert wünschen. Hm? Klar, könnte ich das. Nur komme ich da gerade jetzt nicht so drauf, ne? Und abgesehen davon ist es ja auch so viel lustiger.